Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Europa Universalis 4. Ich bin's euer Odo und wir sind zurück mit unserem Österreich Let's Play, bei dem wir versuchen, mit Österreich möglichst lang Kaiser des Heiligen Römischen Reichs zu bleiben, beziehungsweise überhaupt das deutsche Reich zu gründen oder zu vollenden als Erbkönig oder sowas in die Richtung. Dazu müssten wir die ganzen Reformen durchgehen. Wir sind gerade dabei, wenn möglich die erste Reform zu schaffen. Ah, Lübeck ist schon auf unserer Seite, das heißt, das hat schon gereicht, das eine Mal, dass wir Lübeck angegrabelt sind. Jetzt werden wir das gleiche mit Utrecht machen noch. Ich bin das letzte Mal noch auf ein Dings gekommen, was wir machen könnten, sollten. Die Pfalz ist jetzt auch auf unserer Seite. Weg. So, das heißt, die Pfalz brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir können. Wie gesagt, wir schauen einfach so lange, bis wir da einen haben. Friesland zum Beispiel ist nur 1,1, da Brabant hat minus 0,0. Da machen wir doch glatt. Improve Relations. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas war. Ah, okay. Genau, ich habe die ganzen Schiffe zurück in den Hafen geschickt. Die muss ich neu organisieren. Schauen wir mal, nächstes Monat müssten die zwei auch mit von der Partie sein. Weil wir lassen unsere Truppen jetzt einmal kurz erholen. Und danach habe ich vor, was anderes zu machen. Und zwar... So, haben wir 28, 29 dagegen. Das heißt, einer fehlt uns noch. Brabant ist jetzt dafür, nehme ich mal an. Ausgezeichnet. Utrecht ist dafür, nehme ich an. Ausgezeichnet. So, wir brauchen noch irgendjemanden, der in etwa so ist wie Utrecht. Brabant. Nämlich knapp daneben nur. 30,4 daneben ist schlecht. Dann weiß ich nämlich auch, ob das... ob ich schon genügend Punkte habe, weil es kann sein, wie schon gesagt, es kann sein, dass ich 50 Punkte dafür brauche. Das weiß ich allerdings nicht. Vielleicht hätte ich das irgendwo im Internet nachschauen können. Okay, 2,6 werden ist, glaube ich, das niedrigste bis jetzt. 3,2, 0,4, 2,4 ist noch niedriger. Ferrara. Mantua nicht. 6, 4,5, 1,2 Lorraine. Das sind wir. Wir sind auf jeden Fall dafür. Okay. Wir werden einen nach Utrecht und einen nach Lorraine schicken. Dann geben wir dem Ganzen noch ein, zwei Monate Zeit. Schauen, ob wir dann genügend Zustimmung haben, um das Gesetz durchzusetzen. Und wenn wir das haben, setzen wir das Gesetz durch und dann machen wir etwas. Das ist mir ganz entfallen, wie ich Secure Electors gemacht habe. Habe ich nicht nur das Plus 1 auf das Prestige und Plus 1 auf die Reputation gekriegt, sondern in Wirklichkeit habe ich auch einen Casus Belli gegen Böhmen gekriegt, nämlich Restoration of Union. Das heißt, ich könnte sie in eine Personalunion zwingen mit mir.
Was so viel bedeutet, sie werden ein Teil von meinem Staat, nicht ganz, also sind quasi irgendwie eine Art Vasall, aber doch nicht. Personalunion heißt nur, dass wir, also Friedrich der Dritte, nicht nur König von Österreich, sondern auch König von Böhmen dann sind im Endeffekt. Was ich gut finde. Was ich gut finde. Ich habe mir das schon angeschaut, wir müssten damit bei nicht nur gegen Böhmen Krieg führen, wir müssten auch gegen, da sind jetzt neue Schippernackeln. Halt, stopp. Die holen wir uns alle zusammen. Gut, diese Schiffe lassen wir hier, wir lassen nur die Barken. Handel treiben. Ragusa. Nehmen noch zwei Schippernakeln dazu. Leichte Schiffe sind gut und wichtig. Wie viele Schiffe können wir derzeit eigentlich haben? Oh, wir haben schon zu viele Schiffe. Na gut, zu spät. Müssen wir uns merken fürs nächste Mal. Truppen hätten wir noch weit mehr Kapazität, aber wir haben einfach keine Manpower. Schauen wir mal. Manpower ist doch. Ist ein bisschen modig. Ja, kann man nichts machen. So, wie schaut das jetzt aus? Können wir eine Reform durchsetzen? Ah, wir sind noch nicht so weit. Die zwei haben sich noch nicht dazu entschlossen, mich zu unterstützen. Minus 1,1 und minus 0,7. Das heißt, wir müssen noch ein paar Monate warten. Ist mir eh recht, weil, wie schon gesagt, meine Manpower ist eh ziemlich hinüber. Wir haben zwar viele Truppen und wir können auch viele Truppen erhalten. Das Problem ist nur, geht's darauf mal. Das Problem ist nur, dass wir nicht die Leute dafür haben. Ja, ich habe mir dann gedacht, die 16.000 Mann von hier kümmern sich um die Hauptstadt Prag, während die 12.000 hier kümmern sich um die Verbündeten von Böhmen, nämlich um Nürnberg, das ist hier, die Pfalz und Aachen. Aber das machen wir erst, nachdem wir dieses Ding durchgesetzt haben, falls wir es durchsetzen können. Nur 28 von 29. Ah, minus 0,2 nächstes Monat. Next month. Okay, das war's wohl mit Avignon. Wir haben sie befreit vom Papst und ja, jetzt das. So, wie ist das? Können wir jetzt eine Reform durchsetzen? United? Ja, hahaha. Das wäre schön gewesen, wenn du mir das gleich gezeigt hättest. Hätten wir uns diese Mühe ersparen können. Okay. Und wir haben eh 41, das ist eigentlich relativ viel schon. Wir haben das geschafft, dass wir so viel gekriegt haben schon. Ich habe das schon mal gespielt, da ist das nicht so schnell gegangen. So, puh. Was wollen wir? Ah ja, genau. Wir könnten rein theoretisch Ungarn mit in den Krieg nehmen. Wir könnten ihnen Ratibor versprechen. Das wollen wir eh nicht haben. Oder noch nicht haben. Gegen Ungarn können wir so einen Krieg dann auch führen später. Aber dazu müssen wir diesen Auftrag erfüllen.
und Decline of Hungary. Und das stört mich überhaupt nicht, wenn wir das noch nicht jetzt haben, weil wir sind jetzt eh noch im Bündnis mit Ungarn. Und das heißt, im Endeffekt können wir warten noch, bis wir Böhmen auf unserer Seite haben. Danach schauen wir, dass wir möglichst die Beziehungen mit Ungarn langsam aber sicher abbrechen lassen. Nämlich zum Beispiel die Royal Marriage, die wir mit Ungarn haben. Das war ein Fehler, dass wir das im Übrigen eingegangen sind. Hätten wir nicht tun sollen. Naja, zu spät. Nachher ist man immer klüger. Dadurch leiden wir, wenn wir den Krieg erklären. Ah, okay, unsere Manpower steigt schon wieder. Gut, warten wir noch einen Monat. Bevor das Monat startet, werden wir noch gleich beginnen, bei euch wieder ein Spy Network zu starten, weil wir wollen ja Friaul auch noch erobern. Und so, wir werden dann mit der Pfalz Krieg führen. Das heißt, wir sollten unsere Typen, diese hier zum Beispiel, freundlich stimmen. Warte mal, sind wir nicht auch mit der Pfalz verbündet? Nein. Köln und Mainz und Trier. Mit den drei anderen kleinen. Köln, Mainz und Trier. Warum unterstützt Mainz mich eigentlich nicht? Sag mal, spinnt's ihr? Triumph of the clergy. While none would openly defy the clergy, there are few states where they are as influential as in Austria. There isn't a single institution in our country that isn't entirely under the influence of the clergy, and the power of our archduke depends on them now more than ever. Okay, ich glaube, das haben wir gekriegt, weil die clergy einen hohen Influence-Wert hat. It is perhaps only natural that the clergy now also wishes to take a more active role in the practical ruling of our country. Lately a number of suggestions have been made by their representatives to further harmonize our laws and traditions with those of the spiritual realm. The ambition is to cleanse our court culture from any unorthodoxy and so ensure that the country is governed according to religiously sound rules and ideals. Okay, sie wollen also alle Nicht-Katholiken möglichst weghaben. Follow the recommendation of the clergy. Dadurch erhöht sich die Stabilitätskosten und die Clergy bekommt 10 Einfluss. Reject the authority. Wir verlieren Stabilität. Echt jetzt? Die spinnen ja. Na okay. Akzeptieren wir. Wir kaufen uns sowieso keine. Wir kaufen uns da sowieso nicht allzu viel Ding. Ah, wir können wieder Contribution asken. Das heißt, irgendwie müssen wir euch wieder auf 75% bringen, damit wir mehr Geld kriegen. Das heißt. Gebt euch vielleicht noch irgendein Stück Land, das ihr verwalten könnt, das sowieso, so wie dieses hier, relativ hohe Autonomie hat. Wieso? 12,6%.
das den Bürgern geben, wie viel Einfluss haben sie dann? Und 12,6% mehr, 82,6. Ist das okay? Aber ja. Und dann verlangen wir von euch Geld. Das ist gut. Ist das bei euch? Ah, wir können Defender of the Faith werden. Nicht, dass das jetzt schon irgendwie sinnvoll wäre. Na, da können wir noch nichts machen. Additional Levy. Oh! 10.000 Manpower! Das ist gar nicht einmal so schlecht, aber für den 15 Loyalty bist du deppert. Das ist natürlich schlecht. Wir bräuchten euch loyaler. Sollten der Clergy vielleicht das eine oder andere Land wegnehmen. Das wird sie vielleicht unzufrieden machen, aber um ehrlich zu sein, wäre das vielleicht nicht einmal so schlecht. Jetzt sind sie eh schon so einflussreich. Um 21% sinkt die Loyalität, um 6,3%. Ja, machen wir das so. Sie hassen uns dann zwar dafür, aber das geht eh bergauf hier. Das passt dann schon. Ah, und in Südtirol sind die Leute jetzt unzufrieden. Gut, außerdem haben wir zu viele militärische Anführer. Schauen wir mal, was der Admiral kann, den wir jetzt gekriegt haben. Weniger als der, den wir schon haben. Das heißt, den hauen wir raus. Okay, wir haben Geld. Wir könnten eigentlich Sachen kaufen. Marketplaces und Taxes. Ah, ja, in Wien sollten wir auf jeden Fall auch einen Marketplace bauen. Und in Welschbären. Ah, das vielleicht nicht. Das ist in der falschen Node. Ich meine, über kurz oder lang brauchen wir dort auch einen. Formulieren noch ein paar Kirchen. Die bringen auch mehr Geld. So, 136 Goldstücke behalten wir uns jetzt einmal. Wer weiß, ob wir das für einen Krieg brauchen. Ja, komm schon, du könntest ruhig vollkommen aufgehellt werden. Täglich. Wir haben jetzt ein Minus an Geld. Woher plötzlich? Naja, ist mir wurscht. Okay. Gut, du kommst mal kurz zurück. Wenn wir dir den Krieg erklären, und zwar Restoration of Union. Urbino macht natürlich auf unserer Seite mit. Oh, wir brauchen Ungarn gar nichts versprechen. Wir haben genügend Favors mit ihnen. Das finde ich ja gut. Und mit Trier auch. Also Ungarn wollen wir auf jeden Fall dabei haben, weil mit Ungarn wollen wir die Allianz eh bald lösen. Wenn wir Köln und Trier auch mitnehmen in den Krieg, geht es einfach schneller. Wir müssen nur gegen Aachen, die Pfalz und Nürnberg bestehen. Ah, das haben wir schon irgendwie schaffen. Haben wir Angst davor? Nö. So, wie viele Truppen kann der schon haben? Geh mal daher. Und du
ist Richtung Mühlenberg. Hey! Trustworthy Allies. Das finde ich auch nett. Nochmal plus 1 Diplomatic Reputation. Ja, finde ich gut. Das machen wir gleich. So. Wir müssen zwei Subjects haben. Also zwei Vasallen. Einen davon haben wir ja schon. Und dann kriegen wir minus 15% Annexionskosten. Okay, das sollten wir nicht sofort erfüllen, sobald wir es haben. Das hilft uns dann irgendwelche. Okay. Jetzt beginnt etwas, womit ich wirklich, wirklich schlecht bin, nämlich das Krieg führen. So, Mainz haben wir gesagt, Mainz machen wir weiter, oder? Mit Improve Relations. Nämlich im Krieg führen. Grundsätzlich wäre es, glaube ich, klug, wenn wir... Ist das ein Dreier vor? Bläh. Ja, okay. Das ist ein Dreier und ein Zweier vor. Bist du deppert, das Land ist gut gesichert. Die dafür nicht so stark. Grundsätzlich wäre es nicht schlecht, wenn wir die Kämpfe unserer Verbündeten machen lassen und wir kümmern uns um die Belagerungen. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir verhindern, dass da große Armeen entstehen. Weiß ich nicht, ob das machbar sein wird. Auf jeden Fall sollten wir möglichst schnell Prag erobern. Nürnberg sollte relativ schnell fallen. Das ist ein 1er vor. Wir haben einen 2er Siege Leader. Wir versuchen möglichst schnell die Kleinen außer Gefecht zu setzen. Ich weiß nicht genau, was Ungarn vorhat. Mit etwas Glück. Kann man das den Ungarn sagen, dass sie das da belagern sollen? Das wäre ursuper, wenn sie das könnten. Oder detterten. Aber das kann man nicht in meinem Patch, also in meinem, was heißt Patch, in meinem DLCs. Es gibt DLCs, bei denen kann man den Leuten sagen, wer was tun soll im Krieg, damit sie etwas sinnvoller agieren. Aber, wie schon gesagt, das funktioniert hier natürlich nicht, weil ich gierig bin und nicht so viel Geld ausgeben wollte. Will, werde, muss. Ah, aber sehr gut. Ich glaube, sie gehen hier von alleine in das Richtige vor. Genau, ihr erobert Pilsen, wir erobern Prag. Genauso wie es sein soll. 10.000, 13.000 Mann, das gefällt mir nicht. Und wir haben hier ein Disease Outbreak gehabt. Soll sein. Kann man nichts machen. Wir müssen da relativ viele Leute drinnen haben, weil... Die könnten uns da ja angreifen. Ich weiß nicht, die sind immer total geil auf dieses Sundgau, was wir da haben. Wahrscheinlich, weil es so abseits liegt. Okay. Wir schauen uns an, was passiert und hoffen einfach, dass keiner uns angreift. So. Ja genau, wir lassen da drüben die Leute von uns kämpfen. Das Mainz und Köln. Oh, Köln kriegt einen auf den Deckel.
Computer macht das also mehr oder weniger das gleiche wie ich. Er schlägt zuerst die Leute. Ach Gott, du Idiot, bleib hier! Könntest du bitte wieder nach Pilsen gehen? Viele Truppen, die schlagen sich gegenseitig die Köpfe ein, finde ich gut. Ja, die Fenster Nürnberg dürfte bald am Fallen sein. Und dann sind wir mal Nürnberg los. Ein bisschen Geld kriegen wir von denen auch sicher noch. Gezeichnet. Ah, und Ungarn hat sich wieder drum gekümmert. Finde ich gut. So, gehst wieder da zurück und verhinderst, dass das verloren geht. Kann sich da irgendjemand drum kümmern, dass da hinten dieser Wahnsinn aufhört? Na gut. Wir tun einfach so, als würde es uns nicht betreffen. Wir kümmern uns ums War Goal. War Goal. War Goal. Nicht Goal. Idiot. Das ist kein Englisch. Ja, ja. Ah, Walls Breached. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen ein Plus 1. Ich weiß nicht, warum es da nicht steht, aber wir haben ein Plus 1. Sonst hätten wir keine 14%ige Chance. Brauchen wir einen Händel rum? Die belagern Trier und nochmal Trier. Okay, ist mal recht. Wenn meine Verbündeten belagert werden, ist mir das sehr recht. Das bringt dir genau gar nichts. So, so, Nürnberg hätten wir. Ah, warte mal, wir haben auch 20 Punkte, um Friaul zu verlagern. Das heißt, wir können da unseren Typen wegziehen. Diese 12.000 Mann gehen weiter nach Heidelberg, um Pfalz aus dem Krieg zu noppen. Und sobald der... Oh, ich muss jetzt aufgefallen, da ist ja schon wer. Kommt er auf uns zu? Ja, das heißt, Nürnberg wird da jetzt nicht mit uns Frieden schließen. Solange sie mit uns kämpfen, was ich doof finde, könnten wir diesen Kampf einfach gewinnen und so tun, als wäre nicht stattgefunden. Okay, finde ich gut. So, Nürnberg. Ich hätte gerne von dir. Geld. Trade Power, weil ich glaube, du bist tatsächlich sogar in der Wiener. Nein, verdammt. Verdammt. Du bist genau in der falschen Node. Kannst du nicht Oberpfalz sein? Idiot. Okay. Machen wir das zu Ende. End Rivalry, das bringt uns Prestige. Das will er nicht machen, schaut was an.
Ein Gebiet interessant. Alles Zeug will ich eigentlich gar nicht haben. Will ich dann überhaupt Transfer Trade Power? Wahrscheinlich nicht. Lieber eine End Rivalry. Das bringt mehr Prestige. Geld bringt das andere auch nicht. So, damit haben wir den ersten aus dem Krieg draußen. Mist, nur dass ich vorher noch mit dem Krieg kämpfen habe müssen. Dolm, der. So, da sind wir schon bei 7% bei Prag. Das ist ja cool. Schaut gar nicht so schlecht aus, der Krieg bis jetzt. Will nicht sagen, dass wir das gut gemacht haben, aber was haben wir? Na gut, das nächste Mal schauen wir mal, ob wir die nächsten ausnocken können. Pfalz und, wie schon gesagt, Aachen gehört noch ausgenockt. Nein, nicht Lisch. Ist das Aachen? Das ist Aachen. Das ist Aachen. Das ist Lisch. Aber nur daneben mit dem Pfeil. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Jo, und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, ein schönes Wochenende oder sonst irgendwas, was ihr halt so macht die ganze Zeit. Und bis bald. Wieso geht das nicht mit Maus?